Infopress. Nee, leck mich. Halt! 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 Genau das hab ich gesucht! Genau das hab ich gesucht! Scheiß auf den Belebesam. Farbiges Hilferuf! Genau das hab ich gesucht! Ich kann euch da gleich noch einen Haufen Zeug erzählen. Aber jetzt erstmal Morabel. Farbiges Hilferuf, wie? Na, das ist noch nicht mal eine Überschrift. Was steht dort? Kannst du es lesen? Nee, und liest den Brief. Ich möchte mich du nichts vorstellen. Mein Name ist Farbige. Seit Jahren hatte ich nur den eigenen Wunsch, ein meisterhafter Künstler zu werden. Dann eines Tages ereignete sich ein Vorfall unverzeihlicher Grausamkeit. Ich floh, denn ich wollte nicht erwachsen werden, aber ich verirrte mich. Und ich finde mich nun in diesem Wald wieder, aber nicht mehr hinaus. Ich verirrte mich im Heulwald. Irgendjemand, bitte rette mich. Wie kommt eigentlich der Brief hierher? Ich meine, wenn ihn ein Postbote abgeholt hat, dann hätte der doch Farbigel auch mit rausnehmen können, oder? Also die Logik muss man nicht verstehen. Er ist weggelaufen, weil er nicht erwachsen werden will. Verstehe, wer will. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Trotzdem sollten wir gehen und Farbigel retten. Der Wald, in dem sich Farbigel offenbar verirrte, der Heulwald... Der Heulwald steht vor Erkundungen offen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie stark die Pokémon dort sind. Jedenfalls... Wo hab ich Neon? Da habe ich Neon. Das machst bitte du. Zum Team. Leader. Da müsste er gewesen sein. Finsterkamm, genau. Dass ich sowas noch weiß. So, du wartest bitte. Info. Dieses Gebirge wird gern von boshaften Pokémon bewohnt, die alles im Finsternis tauchen können, um Heil zu stiften. Aber Absol war doch ganz nett in unserem Abenteuer. Naja, Gengar kann hierher. Auch sehr interessant. zurück nach Hause. Ich werde Magnetilo mitnehmen. Und zu Farbigels Hilferuf sage ich jetzt eins. Das hätte ich eigentlich machen sollen, als ich die neue Base aufgebaut hatte. Also, ja, das Ding hier. Hätte ich da schon machen können. Das hing damals auch am Infobrett. Aber ich, Depp, hab da nicht drauf geschaut. Also so, auf zum Heulwald. Jetzt werden halt die Pokémon ein bisschen schwach sein, aber ja, passiert. Und eine tolle Musik haben wir auch. Magnetilo. Anderes. Missionsziele. Rette Farbige. Wo auch immer. Hunduster Pfiffchen Spoink. Hunduster habe ich schon. Was macht Hunduster in so einem Wald? Aber Spoink ist cool. Wenn ich es irgendwo finden sollte. Spoink finde ich so cool, ich habe sogar meinen Animal Crossing Charakter in Animal Crossing Wild World Spoink genannt. Zwar nur mit G und mit Ausrufezeichen hinten dran, aber... ja. Ich fand den Namen halt voll witzig. Arschfresse. Aber selber nicht treffen, ne? Gib ihm! Dann mach halt ich. Geht doch. Flurme. Erstaunlich, wie du einfach... Dummes Vieh. Hä? 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 Textprotokoll. Lärmschutz von Flurmel verhindert Schaden durch angewendete Attacke. Gut zu wissen. Dann klopfe ich jetzt halt so drauf. Das macht nämlich Schaden. Oh. Da drüben liegt noch was. Meine Siedelwelle. Habe ich eigentlich meine Itembox ausgeräumt? Nee, habe ich nicht. Genau so ein Genius. Oh, du gibst mir meinen Apfel wieder. Hast du verstanden? Das könnte jetzt ein Jahr dauern.
Danke. Noch ein Spoink. Ah, cool. Ja, klar. Komm rein. Kein Kursenamen, bitte. Jetzt frage ich erstmal, was macht der Sogorb überhaupt? Zieht alle Items auf der Ebene zum Anwender. Achtung, gibt es auf der Ebene einen Laden, wird der Anwender als Ladendieb betrachtet. Das wäre dezent uncool, sage ich euch. Deswegen sollte man so ein Ding nur bei der Treppe einsetzen. So, Kugelsaat. Ich hab's mal wieder übertrieben. Annulliert. Info. Zerstört alle Fallen im Raum. Da waren keine Fallen. Toll. So, erstmal schaue ich mir noch Spoinks Stats ein bisschen weiter an. Level 13 ist jetzt nicht unbedingt viel. Tempomacher verhindert Verwirrung. Speckschicht reduziert Schaden durch Feuer- und Eisattacken um die Hälfte. Das ist cool. Der ist auch vom Tiefgrünberg. Kann sich noch nicht entwickeln. Aber kann Sprungflitter. Kann sich auch noch nicht entwickeln. Naja. Schnüffler. Ja genau, die Attacken könnte ich noch anschauen. Platscher. 50 Mal! Anwender hüpft herum, landet dabei auf einem anderen Pokémon und leiden dabei beide Schaden. Das ist so ziemlich die blödste Attacke überhaupt. Nicht nur in den Editionen. Psywelle ist echt nützlich. Psychowelle, die dem Gegner Schaden zufügt, auch aus der Distanz. Höhe des Schadens richtet sich nach Level des Anwenders. Das ist also immer eine gute Attacke. Außer wenn man die dringend Level hat. So wie Spike momentan. Schnüpfler setzt so hoch den Fluchtwert, aller Gegner mit Cyberraum wieder auf normal. Geist-Pokémon werden in den Entlarv-Status versetzt. Die Identität eines Geist-Pokémon wird entlarvt. Sein Typ verändert sich dadurch und macht es schwach gegenüber normalen Kampfattacken. Das ist wunderschön. Rasierblatt. Hast du gerade Nein gesagt? Dummes Vieh. Alter. Macht er ganz schön ordentlich Schaden damit. So. Magnetolo reicht Level 9. Magnetolose Level ist gestiegen. 5 KP, 2 Angriffspunkte, 2 Verteidigungspunkte. Gleiches gilt für Spezialangriff und Spezialverteidigung. Top. Nee, du nicht. Einfach nie. Einfach nie. Weißt du? Nee. Nee, nee, nee. Weißt du, warum das so ist? Warum nee? Weil das nicht geht. Du kannst mir nicht. Ups, Entschuldigung. Du kannst mir nicht einfach den Weg versperren. So, jetzt probiere ich was. Hat es so viel Reichweite? Nee. So, Sinoglans sind mir zu billig. Mann! Eine Linkbox, die könnte ich eigentlich noch für teures Geld verkaufen. Oder ich setze den einfach mal ein. Hat's ja gebracht. Boah!
So viel gleich. Oh. Oh, nun Duster. Ja. Ich weiß aber definitiv, dass ich schon eins hab. Ja. Deswegen nenne ich dich jetzt mal ganz kreativ Hundi. Und weil ich total der Hipster bin, mache ich das mit 2i. Ohne Scheiß, dieser Dungeon ist so spannend. Ich möchte einfach sterben dran. Jetzt bräuchte ich Absol. Rasierblatt. Ich sagte Rasierblatt. Ich sagte Rasierblatt. Danke. Ist ein Talent. Ja, genau so sieht es aus, wenn der Platscher auf ein anderes Pokémon drauf geht. Äußerst amüsant. Naja, passiert halt, ne? An sich, Platsche ist, wie man hier gesehen hat, keine Wasserattacke. Warum denn auch? Ja, irgendwie komisch. Weil Wasser und so. Toll. Das weckt Füffchen, natürlich. Wechsel mit diesem. Einen Dragomir, davon habe ich jetzt zwei. Weißt du, zubeißen könnte mein Kollege Absol auch, aber den habe ich jetzt leider Gottes zu Hause gelassen. Appellorboden, was bringt der eigentlich? Werf ihn an die Wand, das machst du gut. Zieht alle Teammitglieder zum Anwender. Boden, setz dich doch direkt mal ein. Gebracht, ne? So. Da wollte ich hin. Ey, dieser Dungeon sitzt sich so verdammt in die Länge. Du? Lass bitte erstmal mein Spoink in Ruhe. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du schlägst mich auch noch? Weißt du, was ich zu dir sag? Du dummes Scheißvieh? Das! In die Fresse. Boden. Wechseln. Die ganzen TMs sind eigentlich sogar recht nützlich. Beziehungsweise man kann sie halt auch gut austauschen. Ich habe es jetzt eigentlich kommen sehen, dass sie sich gegenseitig lauter Psywellen in die Fresse drücken, aber irgendwie muss ich halt selber mitmachen. Ein Warp Orb. Steril Orb heißt. Ach, kann klebrige Items wiederherstellen und bla bla bla. Boden. Info. Versetzt Gegner im gleichen Raum in einen anderen Raum derselben Ebene. Das ist schön. Ab der zweiten Generation kann der Warp-Orb nur noch den vor dem Anwender wegteleportieren. Sieht dann ungefähr so aus. Bis dann. Boden. Den esse ich jetzt erstmal. Habe eh keinen Platz mehr. Oh.
E7. Wir haben schon einen riesen Fortschritt gemacht. Ach, du gehörst ja gar nicht zu uns. Boah, wie man das im Kopf hat, dass man wirklich mit 4 Teammitgliedern hier rumrennt. Wie es aber auch einfach überhaupt nicht hilft, dass dann erstens solche Sackgassen kommen und zweitens das Ganze noch total dunkel ist. Und Spank ist halt auch noch ein Talent. Sowohl das da als auch meins. So, weißt du was? Fresse. Gut, dann esse ich halt die Mahnrohnenbeere. Was tut die nochmal? Schlaflos-Status. Ja, esse ich halt mal. Hier ist nicht mehr schlaflos. Wie soll ich denn die Nacht so durchmachen? Da, du talentiertes Scheißvieh. Noch so eins, ey, ich hab bekloppt. Das ist jetzt meine Standardstrategie. Ich schmeiß den immer Gero-Box hinterher. Ich meine, die Attacken treffen ja sowieso nie. Ich habe jetzt bald keine Tackle mehr. Und Flummel geht mir nur so dezent auf den Keks. Also, zweimal Angriff steigen und dann immer noch plus ein Punkt Schaden machen. Das zeugt jetzt nicht unbedingt von hohem Angriff. So. Rasierblatt. Ist immer gut. Geht nur viel zu oft daneben. Das ist eine Sackgasse. Wisst ihr, an solchen eckigen Gängen kennt man immer schon eine Sackgasse. Jetzt hätte ich aber mal gern den Endraum. Danke. Scheiß auf das Item, ich habe keinen Platz mehr. War wahrscheinlich Geld, so wie ich mein Glück kenne, aber wurscht. Ich mag keinen Spank. Nee, danke. Aber hey, neue Musik. Und neues Pokémon. Hot Rod. Ja, Spank. Pech. Anderes. Welche Anwärter habe ich? Haupsi und Hot Rod. Ja. Den Zustand kennen wir ja. Platschaffe braucht sich auch gar nicht. Alter, wie oft hat das schon Platsche eingesetzt? Und es gehen einfach null, genau null AP runter. Das ist jetzt auch mies. Boden. Info. Nahrungsmittel, das ist im Blender-Status. Erfahrung. Will ich nicht. Magna Yen. Ist auch toll. Nervt halt nur so dezent. Aber ab hier sind halt alle Pokémon stärker. Da muss ich mich dran gewöhnen. Weißt du, was ich darauf antworte? Das! Arschloch! Meine beiden Teammates noch allein lassen. Oh Gott. Setzt du dich noch einmal auf die Treppe, wenn ich da drauf will? Also dann habe ich nur so ein Talent im Team, das nicht mal seine eigene Entwicklung entsprechend kennt.
als dass es gegen den was ausrichten könnte. Und Spoink steht da auch nur rum und hilft auch überhaupt nicht. Das ist ein klasse Team. Sobald der Anführer weg ist, kriegt man nichts mehr gebacken. So. Groink. Boden. Wechsel. Wechsle ich das mit dem Apfel aus. Mit dem Apfel esse ich direkt. Kugelsaat. Danke. Und das ist Groink. Die Weiterentwicklung von Spoink. Mensch, wer hätte es gedacht? Hat dementsprechend auch einen Südstrahl. Ist aber einfach nur nervtötend und nicht besonders viel gefährlicher. Schaufler brauche ich jetzt nicht. Kakilo. Weißt du, dann kommt mir noch so einer entgegen. Ja, reicht jetzt. Das ist das Einzige, was du kannst an Attacken. Nächste Ebene. Ey, hier in dem Wald, in dem irgendwie keine Bäume mehr stehen. Das sieht auch aus wie eine Höhle, ist aber keine. Das hier ist Ebene E12. E11, tut mir leid. Ich kann schon keine Zahlen mehr lesen. So schlimm ist der. Der Dungeon. Ach komm. Klopp ich halt so drauf. Ich brauche irgendwo ein Top-Elixier. Ich habe halt einfach keins im Standard-Kit dabei. Weil ich mir so denke, nee, brauche ich nicht. Und am Ende brauche ich es doch. Und ich bin wieder der Depp. Wie ich einfach immer reflexartig Tackle einsetzen will. Geht ja mal gar nicht. Wie viele Krakelos hat das Genie jetzt aufgehetzt? Toll. Lässt du wohl mein Spoink in Ruhe? Lässt du wohl mein Spoink in Ruhe? Oh, Halleluja. Er kann keinen Schnüffel mehr einsetzen. Danke. Bist du bescheuert? Das war mein Belebesamen. Danke, du Vollpfosten. Und du Arschgeiger hast mitgemacht. Das war Nummer 1. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Krakelos. Naja, war jetzt gerade auch so eine Aktion nach dem Motto, Hauptsache man hat mal dem Anführer hinterher gedofelt. Den Samen hätte ich jetzt irgendwo einpflanzen können, da wären da lauter nutzlose Samen dran, gewachsen an der Pflanze und das wäre dann toll gewesen, weil dann hätte ich immer an Hundooster denken können. Ich habe ja sonst keine Hobbys. Nee, weißt du was? Nee. Mach ich nie mit? Hab da keinen Bock drauf. Es geht immer weiter. Und jetzt hat es auch noch einen Sandsturm. Oh, Menno. Ich bin so ziemlich der Einzige, der Schaden macht aus dem Team. Ja, weißt du, irgendwie hast du es auch verdient, Spoink. Nee, 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 nee. Nee, ach leck mich. Okay.
Es war schön mit dir, Spoink. Und es futtert doch meine Pirsifbeere weg. Ich fass es nicht. Ich komme mir gerade einfach nur verarscht vor. Hast du meinen Spoink getötet? Anscheinend. Weißt du, wie Hundus einfach nicht hinterherläuft, wenn er soll? Aber Hauptsache dann, wenn es nicht soll, tut das. Hat ja Swag und so. Hauptsache die Lieder auf den Sack gehen wollen. Die kleinen Fanboys, die meinen, sie wären was Besseres und dann, wenn sie mal die Chance haben, sich zu beweisen, tun sie nichts. Ja, kann ich. Ich hätte jetzt ganz gerne die Treppe. Oh, danke. Ah, langsam reicht's doch. Ich werde hier gleich bescheuert, ey. Also da hatte ich jetzt Glück. Und das Hundemann hat jetzt halt Pech. Hier 15. Endlich! Ich habe mich total verlaufen. Wo mag ich nur sein? Ich habe mich verirrt und habe Hunger. Ich habe echte Probleme. Nanu, kann es sein? Kommst du etwa, um mich zu retten? Nein, ich will dich essen. Bin ich froh, dich zu sehen. Neon meisterte den Dungeon. Nee, ich habe keinen Rettungsjob erfüllt. Ich habe nur den Dungeon gemeistert. Betrügt mich um jede Belohnung. Vielen, vielen Dank. Du hast mich aus großer Gefahr gerettet. Kein Problem, Fabi. Aber warum bist du überhaupt weggelaufen? In deinem Brief steht etwas von nicht erwachsen werden wollen, aber... Das ist... Oh. Sieh nur, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Wir müssen ihn zurückholen. Schnell! Noch mehr Farbige. Sie sind zu zweit. Hey, Farbige! Was wollen die? Das sind meine Freunde. Hat aber lang gebraucht. Komm jetzt! Für dich erwartet das Erwachsenenritual. Werd ich doch nicht so. Du musst dir doch nur den Tatzenpatzer verpassen lassen. Nein! Wenn ich diesen Tatzenpatzer auf den Rücken bekomme, da will ich lieber nie erwachsen werden. Verstehe ich nicht. Wovon redet ihr? Ist das ein Ritual? Das ist eine alte Tradition bei uns, Farbige. Ab einem bestimmten Alter wird jeden von uns mit einem Tatzenpatzer auf dem Rücken gekennzeichnet. Um zu zeigen, dass man erwachsen ist. Mit der Vorderpfote drückt man ganz fest auf den Rücken. Ich ertrage eine derartige Geschmackslosigkeit einfach nicht. Ich träume davon, große Kunst zu schaffen. Ich habe also gewisse Prinzipien, was Mode und Design betrifft. Ich weiß, es ist beschlossen. Ich trete dem Team von Neon bei. Nein, tust du nicht. Ich nehme an den Rettungsaktionen teil. Also kehre ich nicht zurück zum Rode. Ich verwirkliche mich auf andere Weise. Wieso das wirklich? Dann bleibt uns nichts übrig, als unsere Ältesten von deiner Entscheidung zu unterrichten. Wir wünschen dir viel Glück bei deiner Karriere als Retter. Wow. Eine überzeugende Art, einen Job zu erhalten. Könnte ich auch kommen. Aber für mich ist das in Ordnung. Du gehörst nun zum Team. Wir erwarten, dass du dein Bestes gibst, Fabio. Ansonsten schicken wir dich wieder zurück. Ja, sicher. Ich danke euch.
Also eins kann ich besonders gut. Zeichnen und malen. Ich kann zum Beispiel einen Augenblick. Ah, wie wär's damit? Betrachtest du bitte das Design dieser Flagge dort? Ich könnte beispielsweise das Design dieser Flagge umgestalten. Wenn du das Flaggendesign ändern möchtest, dann sag mir bitte Bescheid. Ja, klasse. Weißt du, ich gebe ihm jetzt mit Absicht einen Kosenamen. Und zwar genau den. Ich werde meinen eigenen Platz in der Himmelblauebene finden. Moment, da war jetzt was. Ich habe euch ja vorher die Geschichte erzählt mit dem Areal, also nicht mit dem Areal, mit dem Tumultwald, nachdem ich den geschafft habe. Brauchte ich da jetzt doch die Himmelblauebene oder nicht? Ah, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Naja, das wäre es jedenfalls mal. Oh, flieg schneller. Wo ist er? Da ist er. Na, die brauchte ich noch, wahrscheinlich. Ja, bitte. Ein Mario-Künstler. Ach, lecker mio. Nerv mich nicht! Na. Das soll es auch erstmal gewesen sein von heute. Am nächsten Morgen wird meine Flagge dann erneuert sein. Das sehen wir dann noch im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao, Leute.